Wofür steht der Tiananmen-Platz im Jahr 1989? Die Ereignisse auf dem Platz sind ja eigentlich im Grunde der erste Versuch, so etwas wie eine Perestroika in China ins Werk zu setzen. Es gab nach dem Tod Maos, gab es in vielen Städten das Konzept der Wandzeitung. Also man hat, also Deng Xiaoping und andere haben im gewissen Rahmen Studenten erlaubt, Wandzeitungen an bestimmten Plätzen in den Zentren der Städte aufzuhängen, auf denen Kritik geübt werden durfte an den Verhältnissen. Das war im Grunde so eine kleine Art von Perestroika. Das ist aber dem Regime schnell aus den Händen geglitten. Und das hat größere Ausmaße angenommen. Und diese Ereignisse auf dem Tiananmenplatz sind eigentlich sozusagen der Gipfel dieser studentischen, dissidentischen Bewegung. Und das Regime hat den Entschluss gefasst, dass das unterbunden werden müsse. Weil sie sehr wohl begriffen, wenn das Schule machen würde, dann würden sie bekommen, was die Sowjetunion bekommen hatte unter Gorbatschow. Und das wollten sie um jeden Preis vermeiden. Und deshalb ist diese Studentenbewegung mit brutaler Gewalt niedergeworfen worden. Und man muss leider sagen, mit Erfolg, weil danach diese Bewegung tatsächlich tot war.